Der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg hätte diese Aktion vor dem Grazer Hauptbahnhof sicher gefallen. Hier haben heute Klimaschutzorganisationen publikumswirksam demonstriert, dass die Zerstörung unseres Klimas auch das Leben von Mensch und Tier bedroht. Sterben vor dem Grazer Hauptbahnhof. So nennen die Veranstalter die heutige Aktion gegen die Klimazerstörung. Was sie damit sagen wollen? Um darauf aufmerksam zu machen, auch wie viele Tote die Klimakrise jetzt schon fordert und noch viel, wie viele mehr sie fordern wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im schlimmsten Falle. Zum Beispiel im Jahr 2018 gab es deutlich mehr Hitzetote als Verkehrstote. Die Aktivisten fordern von der Politik, dass diese mehr für den Schutz des Klimas tun solle. Von der Politik erwarten wir uns, dass wir einfach nicht so weitermachen wie bis jetzt, sondern dass es einfach größere Veränderungen braucht. Wir müssen wirklich radikal ansetzen, wie wir konsumieren, wie wir fahren. Auch der Schutz von Tierarten vor dem Aussterben war Thema. Wir Menschen hier auf der Erde sind momentan dabei, die ganzen Lebensgrundlagen zu zerstören. Und wir sehen momentan das 6. Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Das liegt inzwischen nachweislich am Menschen. Viele hier sind der Meinung, dass einfach zu wenig getan werde. Keine Ahnung, dass die Politik irgendwas tut dagegen und nicht nur zuschauen. Weil es sehr wichtig ist und die Zeit brennt, dass was getan wird für das Klima, für die Umwelt, damit wir alle einen lebenswerten Planeten haben. Dass das hier gesehen wird, von Politikern vor allem, und dass sie Maßnahmen ergreifen. Mit dabei sind heute auch Vertreter von Teachers for Future, die vor allem in Schulen das Klimabewusstsein stärken wollen.